Hallo und herzlich willkommen zu Let's Play The Secret of Monkey Island Special Edition. So, ohne viel Gerede, starten wir mal direkt in das Spiel. Ich habe mir gedacht, ich fange mal, da das mein erstes Let's Play ist, fange ich mal mit einem Klassiker an. Was eignet sich natürlich besser als ein LucasArts Adventures? Jo. Dann legen wir mal direkt los. Hi, my name is Guybrush Threepwood and I want to be a pirate. Nicht viel erzählen. Und zwar Halle, oder beziehungsweise für die wenigen, die es nicht kennen sollten, lehnt euch einfach zurück an und genießt das Spiel. Vielleicht kann ich euch ja mit dem Let's Play dazu bewegen, mal in das Spiel reinzuschnuppern, falls ihr Adventure-Muffels seid. Gosh, thanks. I'll do that. So. Bye now. I'm off to seek my fortune. Good luck. Where did you say those pirate leaders were? The scum bar. Right. Thanks. Ich möchte, genau, Teil 1 die drei Prüfungen so. Ich möchte direkt anmerken, ich werde hier nicht sämtliche Gespräche führen, so die möglich sind, da ich ja gegebenenfalls, falls noch wer da draußen ist, der das Spiel noch nicht kennt und sich somit nicht selbst spoilern will, alles verraten. Von daher werde ich nur die nötigsten Gespräche führen und die wenigen, aber doch recht interessanten Zwischensequenzen werde ich dann natürlich auch skippen. Aber genug gequatscht. Jetzt spielen wir mal das eigentliche Spiel. So, wir besagen jetzt erstmal, wie ihr hier seht, diese nette gelbe Pflanze. Weil diese brauchen wir später. Um an den netten Wachhunden von Gouverneurin Marleys Anwesen vorbeizukommen. Die gelbe Pflanze ist ungefähr, kann man beschreiben, ist eine Schlaftablette in Pflanzenform. Und weiter geht's, auf zur Scamba. Ups. So, hier in der Scambar könntet ihr euch zum Beispiel mit diesen netten Herren unterhalten. Oder mit diesen. Ganz lustig ist aber dieser nette Mann. Aber ich würde nicht verraten, was es mit ihm auf sich hat. Wie gesagt, das sollt ihr dann selbst rausfinden. Relevant fürs Spiel sind eigentlich nur diese drei netten Leute. Damit die Geschichte überhaupt erstmal ins Rollen kommt. So, wir machen es schnell. Ich werde euch alle töten. Nein, das war natürlich ein Scherz. Ihr solltet dem Pirat schon sagen, was ihr vorhabt. Also, dass ihr Pirat werden wollt. Weil, ansonsten bringt das Ganze nichts viel. Hey, don't forget we're short on help because of this whole Chuck thing. So, das überspringen wir dann auch mal wieder. I'll just be running along und now. Gehen dann direkt in die Küche. Leave us to our grog. Come back later and tell us how you're doing. Wo wir natürlich erstmal den Koch rauslocken müssen. Hey! Da der kleine Sack uns sonst nicht in die Küche rein lässt. Dann stellen wir uns mal abseits hin, weil sonst kommt der Mann nicht raus.
und wir stehen uns die Beine im Bauch. Und ich denke mal, das ist nicht Sinn und Zweck der Sache. So, jetzt können wir uns reinschleichen. Nehmen das Stück Fleisch, was auf dem Tisch ist. Weil bekanntlicherweise essen Hunde keine Pflanzen mehr. Und dann stehen dann doch eher auf Fleisch. Den netten Topf, den nehmen wir auch mit. Und jetzt kochen wir uns selbst ein nettes Süppchen, indem wir gepflückte Pflanze in den Suppenpott schmeißen. It's not a bay leaf, but every cook makes substitutions. Das Fleisch hinterher. Und mutig wie unser Guybrush natürlich ist, scheißen wir auf jede Vorsichtsmaßnahme und greifen mal mit nackter Hand in einen kochenden Topf. Au! Got it! Aber Hauptsache, der Zweck ist erfüllt und wir haben ein Stück Fleisch, was als Schlafmittel dient. Jetzt noch den Fisch geschnappt. So. Ja, und das wäre dann auch schon wieder in das Gamba. So. Da wir uns ja gerade an den Utensilien des Kochs bedient haben, kann mir auch jetzt dafür sorgen, dass wir ein bisschen Kleingeld kriegen. Deep beneath my no. Entschuldigung. Da hatte ich gerade einen kleinen Frosch im Hals. So. Nun werden wir dem Zirkus einen Besuch abstatten, um uns ein bisschen Kleingeld zu verdienen. Weil wir auch im wirklichen Leben geht natürlich auch in einem Piratenleben nichts ohne den schnöden Mammon. Und dazu gehen wir hier zum Zirkus, wo wir auf zwei recht nervige Brüder treffen werden. Aber da ich ja in dem Sinne nicht so viel spoilern möchte oder werde, bleibt euch zum Glück das ganze Gesülze erspart. Weil das dürft ihr dann wahlweise, dürft ihr auch schon selbst entscheiden, ob ihr euch das anhört oder auch nicht. So, wie viel kriegen wir denn dafür? 470, ja, für den Job deutlich zu wenig. Aber in diesem Falle leider unsere einzigste Möglichkeit, an Geld zu kommen. Na klar haben wir einen Helm. Dafür muss unser Kochtopf herhalten. Well, let's have it. We want to be sure that it's safe. Naja, ja. Hier, ich gebe euch meinen Helm. Ah, that will work as a helmet. Ich versuche mir gerade vorzustellen, wie wir aussehen würden, wenn wir so einen Kochtopf über den Kopf spülen. Nein, ihr braucht es gar nicht mit den Fragen kommen oder mit den Aussagen kommen. Stülpt ihr den Kopf über die Bühne, dann siehst du es. Nein, das werde ich natürlich nicht tun. Aber ihr könnt das gerne tun, wenn euch danach ist. Da will ich natürlich niemanden dazwischen reden. Jedem wie er mag, sage ich immer. So. Ja, wir sind in Ordnung. Nur leider ist unser Helm dabei flöten gegangen. So. Nun haben wir, wie ihr seht, die 478 Goldstücke. Mit denen lässt sich ja so einiges anfangen. Schade, dass wir es natürlich nicht so ausgeben können, wie wir es wollen. Aber egal, so. Jetzt geht's zurück ins Dorf. Oder in die Stadt. So. Jetzt machen wir einen kleinen Ausflug ins Gefängnis. Müssen wir uns ja schon mal absichern, dass wir später ein Crewmitglied haben. Wobei, naja,
Dazu kommen wir aber später dann noch. So. Nee. Stimmt, ich vergaß zuerst. Gehen wir mal in den Voodoo-Laden. Dort benehmen wir uns mal ganz piratmäßig und klauen einfach mal, was nicht Niet und Nagelfest ist. Ihr könntet jetzt natürlich auch weiter in den Raum gehen und mit einer alten Bekannten, der Voodoo-Priesterin, reden. Aber das ersparen wir uns jetzt mal, da wir ja das Spiel ein bisschen zügiger durchspielen wollen. So, jetzt kommen wir ins besagte Gefängnis, wo wir Otis treffen, mit dem wir am Anfang nicht wirklich reden wollen. You gotta get me out of here! I'm a victim of society! Not to mention so kleine Dialoge kann ich gerne durchlaufen lassen, ist kein Thema. Hey, it's hard to keep my breath minty fresh when there's nothing to eat in here but rats. Nur halt Gespräche, die länger anhalten, oder wo man natürlich mehr Auswahl hat, die skippe ich. So. Jetzt verfallen wir erstmal in unserem Kampfrauschleich schon. Sorry. Da kam wieder ein bisschen WoW hoch, nein. Natürlich nicht Kampfrausch, sondern in Kaufrausch so. Schnappen uns ja hier erstmal die Schaufel. Hier, der Gemischtwarenhändler, der spielt später auch noch eine wichtige Rolle. Ohne den kommen wir später auch nicht weiter. Spätestens zum Ende von Teil 1 kommen wir dann nicht weiter. Aber dazu kommen wir dann alles noch. So, jetzt reden wir mal mit dem guten Mann. Oh. Fragen erstmal nach einem Pfefferminz. You're telling me. Here, take one. Please. Und take the whole roll. That'll be one. Da wir dann doch nicht ganz so piratisch sind oder sein wollen, werden wir natürlich die Schaufel und das Schwert bezahlen. Yeah, what about it? I want it. Eigentlich recht lustig, wenn du dir ganze Aufwand für das Gold und so braucht man im Prinzip nur für diese zwei Sachen und halt für die Pfefferminzbonbon. Aber so war das halt früher bei den alten Adventuren. I want it. Great. So. Oh, it'll pay for itself, believe me. Hey, you'll dig up 75 pieces of eight in no time. But hey, save some treasure for the rest of us, would you? What else do you want? Nein, im Moment wollen wir nichts mehr. Im Moment sind wir wunschlos glücklich. Whatever. Na, jetzt geht's zur Gouverneurin Marley. Na, mein Knopf reagiert wieder nicht, okay. Ihr könntet jetzt auch hier in die Gasse gehen, um diesen Psst zu folgen. Aber es ist auch unrelevant. Nee, wir gehen dann doch lieber direkt, um schon mal einen Teil der drei Prüfungen hinter uns zu bringen. Und zwar das Idol der vielen Hände zu besorgen. Und an diese schönen Tierchen mit dem nett klingenden Namen tödliche Piranha-Pusel. An diese verfüttern wir jetzt natürlich das Fleisch mit dem Schlafmittel. Important notice. These dogs are not dead. They are only sleeping. No animals were harmed during the production of this game. Ich finde, das ist der, also für mich persönlich ist das der beste Gag im ganzen Spiel. Nicht der Hand ploppt das Riesenfenster auf.
wo man sich rechtfertigt. Ja, vielleicht geht's auch nur mir so, da ich halt ein Spieler der älteren Generation bin und auch ein absoluter Freak in Sachen Point-and-Click-Adventure bin. Ich weiß, viele von euch werden wahrscheinlich sagen, oh, super, lame, was war das denn jetzt? Was ist daran so toll? Aber egal, mir gefällt es. Dann passt das schon. So, ich habe ja hier auch mal die Kurzversion genommen. Jetzt gehe ich wieder zurück ins Gefängnis. Ja, weil wir unserem netten Knastbruder freundlicherweise ja atemfrische Bonbons gebracht haben, da ist er uns relativ hilfreich gesonnen und gibt uns hier im Austausch gegen das Nagetierspray oder Maulwurfmittel einen netten Karottenkuchen. I don't want anything but my freedom and maybe a bread mint. Genau, weil ich so viel geredet habe, habe ich natürlich vorhin vergessen, ihm die Bonbons zu geben. Ooh, that's refreshing. Ja. Vorführeffekt natürlich. So, geben. So. Ich lag vorhin noch und hab noch vergessen, ihm die zu geben. Na super. Thanks. So, have you come to release me? Ne. Well, nice. Stiff upper lip. I gotta go. Wir können später unterhalten. Thanks a lot. Jetzt gib mir erstmal den Karottenkuchen. So. Hey, this is my work on the rats. Thanks. Und wie es das Klischee natürlich so will, könnt ihr euch ja denken, was in dem Kuchen versteckt ist. Na, wer kommt drauf? Richtig. In dem netten Kuchen haben wir natürlich eine Pfeile drin. Klischee halt. Aber manche Sachen, die sind so typisch und logisch, dass man eigentlich im Prinzip recht schnell darauf kommen müsste. Aber egal, man hilft, wo man kann. So. Weiter geht mit dem Idol der vielen Hände. Das hüpfen wir jetzt mal hier in das Loch. Bitte nicht zweideutig verstehen, ja? Wir sind hier, beziehungsweise ich bin hier ein jugendfreier Let's Player. That was a close one. At least I das hier zeigt sich mit eines der längsten Sequenzen. Da finde ich die Skip-Funktion noch schon recht nützlich. Well, let's hear your explanation. So. I was just gonna borrow it. Ja, wir wollten uns das nur leihen. Governor Elaine. I really wish I knew how to talk to women. Nun geht's weiter. Jetzt werden wir natürlich aufgehalten, beziehungsweise abgefangen von einem, buzz off, der es nicht ab kann, wenn man ihm in die Quere kommt. Hand over your sword. Uh-oh. This is so. Das skippen wir auch. This might actually turn out to be a pretty good day. Na, weiter geht's im Text. Da unser lieber Kalbrush ja natürlich der einzigste Mensch ist, der die Begabung hat, 10 Minuten seinen Atem anzuhalten. Ist das ja kein wirkliches Thema, dass er uns ins Wasser geschmissen hat.
Wobei ich sagen muss, bei der Xbox ist es ein Erfolg, wenn man den guten Guybrush da ertrinken lässt. So. Die Gouverneurin hat uns jetzt aufgefordert, die Prüfungen so schnell wie möglich zu beenden. Man kann sich natürlich denken, für was. Aber da wollen wir natürlich nicht drin, nicht näher drauf eingehen, so. So, das Idol haben wir. Und ich laufe nachher natürlich mal wieder in die falsche Richtung. Natürlich müssen wir jetzt erstmal zu unserem Schwerttrainer gehen. Herr Schwertfetchtrainer, so rum. Weil jetzt gleich fängt für mich persönlich das Nervigste hier in diesem Teil an. Und zwar die Beleidigung fürs Fechten zu erlernen. Das kann sich doch relativ in die Länge ziehen. Und ist einfach nur lame. So, jetzt gehen wir zu unserem Trainer. Natürlich müssen wir hier vorher Wegzoll bezahlen. Aber nein, keine Sorge, dafür braucht ihr nicht das Gold. Wie ihr hier diesen netten Troll geben wir einfach mal den roten Hering. Und das war schon. Red Hering. Pass. Was man alles Nützliches in einer Küche findet. So. Weiter zu unserem Trainer. Entschuldigt, falls es zwischendurch mal ein bisschen ruckeln sollte. Ich habe im Hintergrund nämlich noch ein Programm laufen. Captain Smirk's Big Body Pirate Gym. Prices. Na, das wird aber im nächsten Take dann nicht so sein. Keine Sorge. Cannon firing, 160 pieces of weight. Balls extra. Grappling hook, 130 pieces of weight. Hook extra. So. Well, I think I'll knock. It'd only be polite. In der Knacke hört sich das Klopfen. What do you want, you wimpy little spineless maggot? Du sollst mich trainieren, du Lustiger. Could you make me the best sword fighter on Melee? You mean not counting the sword master? Nein, komm schon. Counting doch, everybody. Ich will der Beste werden. Mann, ich hab heute einen Knoten in der Zunge, ja. Better than the sword master? You just don't have what it takes. Doch, das bin ich. I do so have what it takes. You do not. I do so. You do not. I do so. Oh, I like your spirit. Hensley, ich warum denn nicht direkt? I'll do what I can. Of course. So. It'll cost you. What do you got? Well, I've got 30 pieces of eight. Say no more, say no more. Let's see your sword. Okay, check it out. Yes, this is a nice one. Let's get to it. Okay. I can't help but feel like I've been ripped off. Das haben wir jetzt auch mal geskippt. I'm sure you're feeling something similar. Und ich würde sagen, da wir jetzt noch mit dem Beleidigung anfangen müssen, beziehungsweise diese zu erlernen, würde ich vorschlagen, wir machen damit im nächsten Take weiter, weil das sich doch recht hinzieht. Weil man sollte, also man muss schon mindestens 10 bis, ja, ich weiß jetzt nicht, wie viele Beleidigungen es insgesamt hier gibt, aber 10 bis 12 sollte man schon haben,
um eine reelle Chance zu haben, den Schwertmeister hier oben zu besiegen. Weil das ist nämlich unsere nächste Aufgabe hier für die drei Prüfungen. Und da ist halt random ist, wie und welche Sprüche fallen und ob man sie kontern oder nicht kontern kann. Naja, ich würde einfach sagen, wir machen im nächsten Take dann mit den Beleidigungen weiter. Ja, verabschiede mich dann von euch, wünsche euch alles Gute und freue mich drauf, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Okay, bis dann, tschüssi.